Ey, das kommt aber halt auch so aus dem Nichts. Es ist dann einfach so, flupp, jetzt ist es übrigens invertierte Steuerung. Ach Gott. Egal, wir haben es geschafft. Zeit für Blooper, Alter. Ich möchte gegen Blooper kämpfen. Wow. Ich treffe einfach auch nichts, ne? So, sehr gut. So, gleich wird's cool, wenn ich den richtigen Weg nehme, lese ich. Ich bin gespannt. Ach, so viel Auswahl habe ich da ja nicht an Wegen, die ich gehen kann, wenn ich ehrlich sein soll. Ah! Aber keiner mit rechnen, dass sowas passiert. Ich muss mir angewöhnen, dass ich sie direkt treffen muss, wenn sie oben sind. Wenn sie runterfallen, sind sie einfach unverwundbar und dann bringt mir das alles nichts mehr. KO! Welches Pokémon brauche ich denn dafür? Ich würde spontan sagen ein Lapras, aber ich bin mir nicht sicher. Insignia der Sonne. Wie wär's mit nein? Vielleicht einfach nicht. Rotoman. Was haben wir denn noch? King Hippo. Oh, dann Cheerleader Girls. Die nehmen wir. Die finde ich gut. Ah, sehr schön. Oh, warte, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Dafür müssen wir wen anders nehmen. Da kann ich nicht mit Link kämpfen. Ich kann ja nicht mit gutem Gewissen mit Link in diesen Kampf gehen. Da brauchen wir... Hä, warum ist sie plötzlich hier? Soll ich ständig die ganze Zeit... die Klamotten wechseln? So. Damit bin ich zufrieden. Vielleicht keinen Schlafschutz mehr. Das ist, glaube ich, relativ irrelevant. Mein Gott, warte. So. Los geht's. Ich finde die Musik übrigens großartig. Es ist einfach... Ich weiß nicht, was für Musik es ist. Es ist wahrscheinlich nicht Oendan-Musik. Wundervoll. Wundervoll. Kampf beginnt mit Super Sternring. Wer durch ihn läuft, wird katapultiert. Ah! Da konnte man irgendwas mit schießen, das weiß ich noch, wenn man das hat, aber ich habe vergessen, was das war. Ich glaube, alle Kämpfe konnte man damit schießen, indem du einfach runterfällst, das Ding nach oben wirfst und dann hochspringst, aber davon ideal, also dann da nicht rein, sondern läuft der Gegner auch nach unten und wird einfach nach unten geschossen. Irgendwie so funktionierte das. Ah, hier ist Lapras. Warte. Anpassen. Das probieren wir aus. Dungeon Man, Dungeon Man. Warum kann ich nicht Garados benutzen, um übers Meer zu schwimmen?
sind denn die Girls? Ja, neueste. Gib mir die Girls, Mann. Gib mir die Girls. Ich will die Girls haben. Los geht's. Das probieren wir jetzt aus. Das funktioniert hier gar nicht. Und so, der erste ist schon mal weg. Und der zweite auch. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, in welcher Stage wir das machen. Weil dann bringt das natürlich nicht so viel. Dann kann man natürlich den Stern nicht benutzen, um sie ins Aus zu ballern, wenn es kein Aus gibt. Was ist jetzt möglich? Das finde ich gut. Plonk. Aber zuerst möchte ich noch das hier machen. Ich bin gespannt, ob das jetzt klappt. Wenn nicht, dann falle ich in den Tod. So, warte mal. Ups. Ja, das hat sehr gut funktioniert schon. Das hat genauso geklappt, wie es sollte. Warte mal, können wir das nochmal machen? Das hat nicht funktioniert. Ich will das noch einmal probieren, bis es klappt. Ja, wir haben jetzt rausgefunden, das funktioniert so nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Die schießen sie einfach alle ab. Wir pusten sie einfach alle weg. Sehr gut. So kann man es natürlich auch machen. Und noch so den letzten Ass-Kick geben. Oder auch nicht. Dann halt auch nicht so, Alter. Ah, ich habe das gar nicht mehr ausgerüstet. Okay. Kann man machen, kann man machen. So, geht doch. So, ich fand dein Video zum Singleplayer echt gut. Ich auch. Ich fand, es war sehr schön, dass ich mich mal darüber aussprechen konnte und alle mir zugestimmt haben und gesagt haben, ja, es ist schon sehr schade, dass man in diesem Singleplayer-Modus nur kämpft und nicht irgendwie ein bisschen Abwechslung hat, dass man vielleicht mal kleine Minigames hat oder andere Gewinnkonditionen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, sondern dass es straight immer nur Kampf, 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 Kampf ist. Ich fand das sehr schön, dass mir so viele Leute zugestimmt haben und nicht gesagt haben, dass das einfach der Modus voller Kreativität ist, in dem so viel Arbeit steckt wie sonst in nichts anderem. Das hätte mich echt geschockt, wenn das Leute sagen, ehrlich gesagt. Okay, okay. Wow, du Bitch. Kann er aufhören, mich zu kontern, Alter? Was ist sein Deal, Mann? Machen wir das halt auf die billige Art und Weise.
So, dann machen wir das halt auf die nicht so gechillte Art und Weise. Sondern geben einfach keinen Fuck mehr, Alter. So, Bruder. Oh Gott. Ah, wir haben es geschafft, sehr gut. Alles schön, alles schön. Alles schön, alles schön. Okay, wir gehen jetzt zur Truhe. Ich habe versucht, die Insignie so lange zu umgehen, wie möglich, weil ich mir dachte, oh Gott. Legendär mit Samus. Ach, Sudden Ultra Smash. Ja. Ja, mal gucken. Gegnerische Ultra Smash ist plötzlich bereit. Und Verwundbarkeit für Gegner. Das klingt nach einem richtig fairen Kampf einfach. Ah ja, natürlich, natürlich. Los geht's. Was ist das schon für ein unfassbar großartiger Kampf? Ich weiß nicht mal, wo ich bin, Alter. Ich kann mich nicht sehen. Ah. Fucking hell, Alter. Ey, kann sie endlich mal drauf gehen, Mann? Hey, bitte. Ah, endlich. Was für ein einfacher Kampf. Was für ein einfacher Kampf, Mann. Voll einfach. Damn. Das war richtig einfach, ey. Ah, komm, die holen wir jetzt auch noch. What? Oh, bitte. Wann ist denn Melinda abgehauen? Den Tod habe ich irgendwie übersehen. Aber okay, aber okay. Total kreativ auch wieder, weil es mal Midoli mit einem roten Drachen, welcher der rote Drache aus Wind Waker war, auf einer Wind Waker Stage. Wollte ich nur erwähnt haben, nur falls man die Anspielung nicht begriffen hat. Bin das ertrunken. Das passt irgendwie zu ihr.
Hört der Wind auch mal wieder auf? Das wäre cool, weil dann müsste ich jetzt nicht meine Dings wechseln. Oh, ich hasse das so sehr, dass ich jede Runde diese Dinger wechseln muss. So, los geht's. Oh bitte, seit wann geht das da unten noch weiter? Unfair! Ich wusste nie, dass da unten auch noch so ein Unterbereich ist, wo man langlaufen kann. Pokémon! Geht's. Ja, durchbreche halt einfach alle meine Attacken. Das ist total in Ordnung. Habe ich absolut gar kein Problem mit. Gewonnen. Das ist das für ein Spiel, Mann. Okay, cool. Denn dahin? Was ist denn ein Nöcki? Ach du liebe Güte. Was haben wir hier? Lip, Nöcki und ein Urwald? Okay, das ist cool. Das gebe ich ihnen. Das ist ein bisschen cool gemacht. Da kriegen sie einen Daumen nach oben von mir. Das ist jetzt ein bisschen nice eigentlich. Da kann ich nichts gegen sagen. Wundervoll. Gewonnen. Das ist ein bisschen cute. Dass sie einfach die Map neu gemacht haben, finde ich cool. Auch das ist sehr süß gemacht. Das ist halt. Sowas hätte der Singleplayer einfach wirklich mehr gebraucht. Jetzt stell dir noch vor. Hätten sie einfach das erste Donkey Kong Level nachgemodelt irgendwie. Wie geil das einfach wäre. Wie absolut cool das gewesen wäre. Ich hätte es gefeiert, ohne Ende. Und zwar so richtig doll, Mann. Oh, wirklich? Ich sollte mir echt mal die Smash-Voraussetzungen durchlesen, bevor ich so ein Level starte. Danke. Niederlage fortsetzen. Bam, 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 bam. So, Schlafschutz. Doku des K.
Hier. Ja, lass mich gehen. Du dachtest, du könntest, aber du hast leider verkackt. Oh fuck, jetzt hast du doch nicht verkackt. Oh Gott. Nein. Verdammt. Freue ich mich auf den 100-Stunden-Stream, lese ich gerade. Yes. So, sehr gut. Sehr gut. Freue ich mich sehr darauf. Wird mega cool. Wir spielen Fortnite. Das war's. Spielen 100 Stunden Fortnite. Oh, du Bitch, du hast gerade dein Scheißschwert weggeworfen. So. Der kommt schon wieder. Geht auch. 100 Stunden Fortnite, Alter. Wäre ich voll dabei. Stellt euch vor. Einfach meine 250.000 Zuschauer, die zuschauen, wie ich einfach im Halbschlaf Fortnite spiele. Das wäre super cool, super cool, super cool. Hundert Stunden Britney's Dance Mix. Das heißt Britney's Dance Beat, du Bitch. Perfekt. Ey, das muss ich einfach spielen. Darf ich das spielen? Das ist ja offiziell Musik. Also da werden ja die richtigen Britney Spears Lieder verwendet. Ich weiß nicht, ob ich das darf, ehrlich gesagt. Aber ich würde es einfach machen. Ich würde es einfach machen. I don't care. Vielleicht merkt es Twitch für eine Stunde nicht, wenn ich heimlich einfach fucking Britney's Dance Beat spiele. Weißt du, ich hoffe, das hier ist eine Anspielung darauf, dass sie ein Remake von Donkey Kong Country machen. Einfach so ein richtig geiles HD-Remake. Kann sich vielleicht noch ein bisschen besser spielen, weil das Original Donkey Kong Country war ein bisschen rough. Aber halt einfach so ein Remake mit HD-Grafik, aber halt immer noch so 2D-HD-Grafik. Einfach nur HD-Sprites. Das fände ich cool. Das fände ich sehr cool. Darf man nicht, ein Kumpel wurde letztens 24 Stunden für gebannt. Ach man. Ach man. Was soll's. Twitch hat einfach keinen Chill. Das finde ich sehr schade. Boah, geh drauf, Alter. Was ist dein Problem? Mann. Ey, das wäre so cool einfach. Das wäre so cool gewesen. Einfach ein 100-Stunden-Stream, ein bisschen Britney's Dance Beat. Das Spiel ist echt kacke, deswegen hätte ich es nicht länger als eine halbe Stunde gespielt. Aber ja, das ist halt so. Wenn irgendwas groß wird und bekannt, dann läuft das leider so. Wir müssen jetzt sagen, nee, ansonsten kriegen wir einfach 1300 verschiedene Buns. Und das ist dann auch doof. Ich glaube, ich finde das ja cool. Halt Fortnite Dance Mix. Ah! Vor allem, sie haben ja auch eine eigene Karaoke-Spielgeschichte jetzt und
Ich würde die echt gerne spielen. Ich möchte eigentlich ganz gerne den Bullet Bill haben, aber den werde ich, glaube ich, nie bekommen. Verdammt. Okay, ist ja gut. Wir ändern schon den ganzen Fake, weil das nicht funktioniert. Habe ich begriffen. Alles super. Probieren wir es jetzt nochmal. Oh, Bruder, was ist, soll das? Was? Ich dachte gerade, ich höre ihn runterfallen, aber das war ich nicht. Okay, okay. Damn, Bruder, kannst du doch nicht machen. Was geht denn bei Funky Kong? Können wir mal reingucken. Nee. Nö. Kann ich irgendwie sehen, was der kann? Nö. Okay, ja, dann kaufe ich den nicht. Kauf doch nicht die Katze im Sack und gib dafür einfach Geld aus. So nicht. So, Candy Kong. Oh, es ist einfach Bayonetta. Wahnsinn. Die Map finde ich cool. Das mag ich gerne. Das haben sie süß gemacht. Teamgeist Power. Schwupp. Ah, das war schon das Ende. Oh, wir schalten ihn frei. Wahnsinn. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Ich hätte es übrigens mega cool gefunden, wenn Nintendo anstatt immer nur eines Kämpfers in einem der DLCs einfach immer einen Kämpfer und einen, wie heißen die? Alpha-Blocker? Nein, wie heißen diese blöden Zwischenkämpfer nochmal, die keine richtigen Charaktere sind, sondern nur Klone? Die haben irgendwie so einen mega dummen Namen, den ich jetzt gerade vergessen habe einfach. Die Cockblock-Charaktere einfach. Echo-Kämpfer, genau. Wenn sie neben den normalen Charakteren einfach immer noch einen Echo-Kämpfer mit reingepackt hätten. Weil ich mir gerade gedacht habe, wie cool ich es finden würde, wenn sie einfach Jan aus Bayonetta... Oh, kann diese blöde Hure mal aufhören, die ganze Zeit so rumzuspringen, Alter? Wie cool ich es finden würde, wenn sie Jan aus Bayonetta noch mit reinpacken würden. Und die ist ja essentiell einfach Bayonetta in ein bisschen stärker und ein bisschen langsamer. Also das fände ich halt cool. Ich dachte mir so, hey, das wird sich doch voll lohnen, wenn sie einfach einen normalen und einfach einen Echo-Kämpfer reinballern. Weil sie ja meinten, so Echo-Kämpfer sind total cool, weil die brauchen nicht so viel Arbeit. Und dann dachte ich mir, ja cool, dann können wir das ja machen. Dann läuft das doch.
So, das mochte ich. Das war eine schöne Welt. Jetzt möchte ich ein HD-Remake zu Donkey Kong Country 1, 2 und 3. Bitte in dieser Grafik hier, weil sie echt schön ist.